Ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kathi backt. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr in nur wenigen und super einfachen Schritten dieses zuckersüße Elefantenbaby aus Fondant zaubern könnt. Ja, und folgende Dinge solltet ihr unbedingt zur Hand haben. Ich empfehle euch als erstes eine saubere Arbeitsunterlage, am besten so eine Silikonmatte. Ganz klar, wir brauchen grauen Fondant. Bei dem Mädchen habe ich jetzt lilafarbenen verwendet noch dazu. Ihr könnt auch rosafarbenen Fondant nehmen. Bei dem Jungen babyblauen oder vielleicht türkisblauen Fondant, dann ganz wichtig noch ein bisschen CMC-Pulver. Das dient zur Verstärkung und zur Stabilität, gerade jetzt hier bei den großen Ohren, ne, dass sie nicht zusammenklappen. Dann einen Ausrollstab, einen Schaschlikspieß und ich glaube so einen Seitenschneider oder Zwicker, um den auch wieder zu kürzen. Dann habe ich hier noch ein paar Ausstecher, ein großes Herz für die Ohren, für die Zehennägel und Fußsohlen, bei dem Mädchen ein kleines Herz und bei dem Jungen einen kleinen Kreis. Ein bisschen Zuckerwasser habe ich auch schon angerührt, damit können wir dann die einzelnen Elemente am Elefanten ankleben. Hier noch ein gewöhnliches Obst oder Küchenmesser. Wichtig, Modellierwerkzeug und zu guter Letzt, falls das Mädchen noch ein paar Augenbrauen oder Wimpern bekommen sollte, dann braucht ihr noch einen Lebensmittelfarbstift in der Farbe Schwarz. Wir starten mit dem Rumpf. Hierfür brauchen wir etwa 90 Gramm Fondant. Den erstmal schön geschmeidig kneten, dann bekommt ihr auch eine schöne glatte Oberfläche. Und als erstes forme ich eine Kugel und aus dieser Kugel mache ich dann so eine Art Tropfen. So ein bisschen sieht es auch wie so ein Felsbrocken aus. Und in die Mitte setze ich dann den Schaschlikspieß. Der ist natürlich jetzt viel zu lang. Den muss ich jetzt erstmal ordentlich kürzen. Und darauf setzen wir dann später den Kopf. Dann machen wir weiter mit den Armen und Beinen. Pro Arm und Beinpaar braucht ihr etwa 25 Gramm Fondant, jeweils zu einer Rolle ausrollen. Ganz klar, gleiche Länge, gleicher Durchmesser, so 9,5 bis 10 cm. Und dann macht ihr das bei den Beinen einfach so. Wenn ihr die Rolle in der Mitte trennt, dann setzt das Küchenmesser schon mal ein bisschen schräg an. Dann habt ihr es nachher leichter, die Beine am Rumpf anzubringen. Ich dünne das jetzt mit den Fingern noch so ein bisschen aus. Also ich verlängere noch so ein bisschen diese Anlegstelle und mit dem Modellierwerkzeug, mit der Kugel, mit der Metallkugel drücke ich dann wirklich in leichten kreisenden Bewegungen, wirklich nur ganz zart, so eine leichte Vertiefung in die Fußsohle hinein. Und mit dem Zuckerwasser klebt ihr dann die Füße an. Wirklich nur ein bisschen Zuckerwasser verwenden. Achtet darauf, dass ihr den Pinsel am besten immer noch mal so abstreift am Gefäß und dann vorsichtig am Rumpf andrücken. Gerade die Anfänger sollten darauf achten, nicht zu viel Druck auszuüben, weil der Fondant sehr, sehr weich ist und man könnte sonst alles sehr deformieren. Mit dem Küchenmesser machen wir jetzt leichte Vertiefungen in die Beine. Auch hier wirklich nur vorsichtig, auch beim Festhalten vorsichtig sein, nicht zu viel Druck ausüben. Und bei den Armen müsst ihr eigentlich nur das Ende so ein bisschen anschrägen, also ein bisschen neigen, das Bein ankleben mit Zuckerwasser und auch hier wieder Vertiefungen mit dem Obstmesser setzen. Für das Köpfchen braucht ihr etwa 50 bis 60 Gramm Fondant und wichtig, der Rüssel wird nicht angeklebt, sondern Kopf und Rüssel sind quasi ein Guss. Achtet darauf, dass der Rüssel nicht zu groß wird und der Kopf auch nicht zu schmal, sonst sieht das nachher aus wie so ein Alien mit Gasmaske. Dann macht ihr mit dem Modellierwerkzeug, das ist glaube ich die Kugel in drittkleinster Größe, eine Vertiefung in die Rüsselspitze. Auch da wieder ganz, ganz vorsichtig sein, nicht zu viel Druck ausüben. Und dann mit den Fingerkuppen setze ich schon mal ganz leicht die Augenhöhlen an. Ja, den Spieß muss ich noch ein bisschen kürzen. Ja, noch ein Stück, wir wollen ja nicht, dass der Spieß aus dem Kopf rausschaut. Und zu guter Letzt nehmt ihr wieder das Obstmesser und macht auch hier, so wie bei den Armen und bei den Beinen, leichte Vertiefungen in den Rüssel. Dann machen wir weiter mit den Schlappohren. Hier habe ich die Farbe Lila genommen. Ein bisschen CMC-Pulver hatte ich schon beigefügt. Allerdings stellt sich später heraus, dass es für die kleinen Teile nicht ausreicht. Allerdings für die Ohren klappt es super. Ein bisschen Speisestärke verteile ich noch auf der Arbeitsunterlage. Ich muss dazu sagen, bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit ist es wirklich schwierig, mit Fondant zu arbeiten. Jetzt steche ich erstmal die großen Herzen aus. Ihr seht, die fallen ein wenig dicker aus. Das ist so gewollt. Den Rest dünne ich schon mal ein bisschen aus für die kleinen Herzen. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, wie wir die Ohren aus dem Herzen kriegen.
einfach das untere Drittel wegschneiden, einmal kurz anlegen, ja, sieht süß aus, dann ein wenig Zuckerwasser nehmen, ganz, ganz wichtig, gut abstreifen den Pinsel und nur einen Hauch Zuckerwasser aufbringen. Gut andrücken, nicht zu fest, ein paar Sekunden halten. Das gleiche auf der anderen Seite. Ja, und so ein bisschen an den Ohren spielen, bis man dann die richtige Form erreicht hat. Jetzt dünne ich den restlichen Fondant natürlich noch aus, nehme den kleinen Herzausstecher, denn wir brauchen jetzt für die Fußsohle, für die Rüsselspitze das kleine Herzen. Ich hatte auch schon etwas Mühe, die da rauszukriegen, die Herzen aus der Form. Weil der Fondant, wie gesagt, sehr, sehr klebrig ist heute. So, den Fondant, den ihr nicht mehr verwendet, immer gut in Frischhaltefolie einwickeln. Kleiner Tipp an dieser Stelle, so könnt ihr auch das Mindesthaltbarkeitsdatum verlängern. Wieder ein Hauch Zuckerwasser auf die Rückseite des Herzens anbringen. Vorsichtig andrücken. Ihr seht, wie weich der Fondant ist. Habt ihr gerade beim Bein gesehen. So, dann sind das schon mal die Fußsohlen. Und beim Rüssel, in die Rüsselspitze kommt auch noch ein kleines Herz. Fand ich jetzt ganz süß. So, für die Zehennägel habe ich mich entschieden, den Fondant noch ein wenig zu verstärken. Das heißt, noch ein bisschen mehr CMC-Pulver hinzuzufügen, um mehr Stabilität zu bekommen, weil es äußerst schwierig ist, gerade diese Herzen, diese kleinen Herzen da, die Ecke abzutrennen, ohne dass der Fondant, die Masse sich so verzieht. Das heißt, die Grundregel ist eigentlich ein Teelöffel auf 250 Gramm Fondant. Hier habe ich einfach nach Gefühl gearbeitet. Ein bisschen, ich denke mal so 2-3 Messerspitzen maximal, arbeite ich da jetzt noch hinein. Roll den Fondant aus, steche die Herzen aus und lass die jetzt auch mal eine Weile liegen, damit die jetzt auch richtig schön Substanz kriegen und ein bisschen antrocknen können. Zwischenzeitlich kümmere ich mich schon mal um die Augen. Dann nehme ich die kleinste Metallkugel und drücke schon mal richtige Vertiefungen in die Augenhöhlen hinein, damit wir dann die Augen setzen können. Hierfür habe ich noch dunkelvioletten Fondant zur Hand gehabt. Ihr könnt natürlich auch den lilafarbenen nehmen oder gewöhnliches Schwarz, das ist euch überlassen. Einfach zwei kleine Kügelchen modellieren, Form ist ein bisschen Tüdelei, andrücken und fertig. So, in der Zwischenzeit konnten die Herzen ein bisschen antrocknen. Jetzt ist es wirklich wesentlich einfacher, da das kleine Dreieck abzutrennen, ohne dass sich das Herz verzieht. Also vorher hat sich die Masse sonst einfach zu sehr in die Länge gezogen und es klebte unglaublich am Messer. Also den Tipp gebe ich euch an dieser Stelle. Bei so filigranen Sachen solltet ihr immer mit CMC-Pulver den Fondant verstärken. Ein Hauch Zuckerwasser auf die Rückseite geben und mit Hilfe des Modellierwerkzeugs, das ist der Knochenmodell Bone, vorsichtig andrücken. Weil dort solltet ihr nicht mit euren Fingern oder Fingernägeln arbeiten. Es gibt sofort unschöne Abdrücke. Ja, so sieht sie aus. Wenn ihr jetzt noch Wimpern oder Augenbrauen setzen wollt, dann müsst ihr einfach mit dem Lebensmittelfarbstift vorsichtig Augenbrauen oder Wimpern draufmalen. Bei dem Jungen ist es nicht das gleiche in Grün, sondern das gleiche in Babyblau. Ihr seht, die Ohren sind jetzt etwas dünner. Also das ist natürlich ganz euch überlassen, wie dick die Schlappohren werden sollen. Für die Fußsohlen nehmen wir einfach den kreisrunden Ausstecher, auch hier wieder Fondant gut einpacken, das was da liegt. Dann die untere Ecke abtrennen, ankleben. Und ihr seht, hier habe ich nicht ganz sauber gearbeitet. Seht ihr diese Überlappung? Aber ich finde das ganz süß. Weil das ist ja bei der Elefantenhaut auch so, dass es da so ein paar Risse gibt. Dann setzen wir die Fußsohlen. Und ja, so ein bisschen, das ist ein bisschen viel Material für die Augen. Da könnt ihr, glaube ich, 4 Paar draus machen. Also ich habe das nochmal ein bisschen verkleinert. Ja, und dann, ja, müsst ihr ja gar nicht ankleben, könnt ihr auch so eindrücken. Ich klebe es jetzt nochmal an zur Sicherheit und dann ist das Elefantengeschwisterpärchen auch schon fertig. Dann hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat.
Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Erfolg und Spaß beim Nachmachen. Und übrigens, fast alle Zutaten und Backutensilien, die ich hier verwendet habe, findet ihr in meinem Shop auf www.kati-back.shop. Ich freue mich auf euren Besuch. Schaut doch mal rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Kati.